Fabrik dazu gebaut. Super, wunderbar. Was ist dieses Gum-Gum überhaupt? Gum-Gum besteht aus mehreren Gums, die man aufeinander stapelt. Ganz wichtig ist dabei, es sind verschiedene Farben. Also die Farben kommen nicht doppelt darin vor. Und auch wichtig, wir sind ordentliche Menschen. Ein Gum-Gum wird abgeschlossen mit einem Deckel. Vorher ist ein Gum-Gum nicht fertig. Denn trotz allen schönen Inhalten geht es auch hier im Endeffekt auch um Siegpunkte. Das heißt, derjenige hat gewonnen, der als erstes 30 Siegpunkte bekommen hat. Wie bekomme ich diese Punkte? Indem ich Gum-Gum sammle, zu einem Gum-Gum erbaue und letztendlich über den Gum-Gum-Meter nachgucke, wie viele Punkte kriege ich dann im Moment dafür und dann eben dementsprechend mein Gum-Gum werte. Das heißt, ich baue immer nur an einem Gum-Gum, werte das irgendwann, bekomme meine Siegpunkte und fange mit dem nächsten Gum-Gum wieder an. Es gibt zwei verschiedene Gum-Gum-Meter, je nachdem, wie ich spielen möchte. Mit dem hier komme ich natürlich schneller auf die 30 Punkte, mit dem hier ein bisschen langsamer. Vielleicht für die Einstiegspartie, das dann vielleicht ein bisschen später. So, also jetzt wissen wir an sich, wie so ein Gum-Gum aussieht. Jetzt natürlich, wie komme ich an die ganze Sache ran? Wie es bei so einer Apparatur so ist, müssen wir die erstmal einschalten. Das heißt, es geht hier oben los. Derjenige, der dran ist, aktiviert hier einen Schalter. Das heißt, du suchst dir eine Farbe aus, Stefan? Ich nehme Grün. In Grün. Wir schalten auf Grün. Guck nach, da drunter ist die 1 verborgen. Wir decken wieder zu und suchen jetzt den Schalter mit der Nummer 1, der da hier ist. Genau. Den schalten wir jetzt ein, aktivieren ihn und folgen daraufhin diesem Rohr in Pfeilrichtung und gelangen hier zu einem Kessel. In Kesseln wird gerührt, wie wir alle wissen, das machen also auch wir und wir rühren da drin. Das ist jetzt tatsächlich nur das Beispiel für einen Einstieg, weil bei diesem Kessel wird eine Qualitätskontrolle bei den Mitspielern durchgeführt. Das heißt, wir gucken mal, was habt ihr alle so bisher gemacht? Haben noch nichts. Haben noch nichts. Leider endet der Spielzug auch an der Stelle und der nächste ist dran, aber wir kriegen das beim zweiten Mal bestimmt noch viel besser. Okay. Benjamin. Gelb. Gelb. Meine Farbe. Wir haben die 2. Wo ist die 2? Wunderbar. Das ist auch in dem Spiel anders geblieben wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Darauf komme ich, ne? Okay. Wir aktivieren die 2. Wir folgen dem Rohr und stoßen gleich mal auf ein blaues Gum. Wunderbar, das willst du haben. Dann nehmen wir das nächste, ein rosanes Gum. Generell kannst du immer sagen, nimmst du nicht, damit ist dein Spielzug noch nicht vorbei. Jetzt kommen wir auf das nächste, ein blaues. Blau hast du schon. Doppelte Farben nimmst du nicht, also könntest du jetzt noch weitergehen. Hier geht der Pfeil weiter. Und wir kommen hier zu einem nächsten Element, nämlich mal wieder Qualitätskontrolle, diesmal aber bei dir selber. Okay. Das heißt, wir gucken, was hast du so auf Lager. Und das läuft ganz schön gut. In diesem Fall bedeutet es nämlich, wenn du ein rosanes oder und ein gelbes hast, bekommst du jeweils einen Punkt schon mal geschenkt. Okay. Ich sag einfach mal, du bist der beige Stein. Ja. So, ein Punkt, Benjamin ist ein Flug. Damit ist dein Zug aber auch vorbei. Hier geht kein Rohr mehr mit Pfeilen von weg. Deswegen ist es so. Dann spiele ich einfach mit. Bin dran. Ich nehme Lila, Decke auf, die 4. Die 4 ist hier. Ich schalte an, ich folge dem Rohr, ein grünes Gum, wunderbar. Oh, und es ist was aufgedeckt. Wir sehen also schon, ich decke Sachen auf. Oder ist es zum Beispiel, ich decke Sachen auf, so. Hier sehe ich jetzt diese Kolben und ich suche ihn auf dem Spielplan. Er befindet sich hier. Dadurch folge ich jetzt einem neuen Pfad, folge diesem Rohr. Ein schwarzer Deckel, ich habe erst einen Gum, finde ich blöd, will ich noch nicht. Ich gehe noch weiter, hier liegt nichts mehr. Also die muss man immer nicht in die Klammer nehmen. Genau. Und man kann auch trotzdem weitergehen. Genau. Hier kommt jetzt ein lilanes, nehme ich. Hier kommt ein graues, nehme ich auch. Rohr ist zu Ende. Mein Spielzug ist vorbei. Das heißt, es kann auch mal ganz gut laufen, dass ich quasi in einem Spielzug auch gleich den Deckel gleich dazu bekomme und noch werten kann. Kann aber auch zum Beispiel sein, dass ich jetzt so Zusatzpunkte noch mit dazu bekomme. Mhm. Generell sehen wir jetzt eben, wir nehmen Gums aus der Maschine, kann damit eben nochmal ein Ereignis auslösen. Hier zum Beispiel auch komme ich wieder auf den grünen Kessel und folge dem Ganzen immer wieder. Es gibt eben noch unterschiedliche Sachen. Es gibt zum Beispiel auch das Fließband hier. Fließband wäre jetzt zum Beispiel hier auch aufgedeckt. Wenn ich an das Fließband komme, nehme ich 2 Gums aus dem Beutel, schiebe die hier nach und gucke, was da rauskommt. Und behalte je nach Gefallen, beziehungsweise wie es jetzt bei mir passt, grau habe ich schon, Vorder, blau nehme ich gerne. Was gibt es noch? Es gibt noch den Kreuzschalter zum Beispiel. Wenn ich den aktiviere, verschiebe ich eine von den beiden hier und aktiviere dadurch wieder ein Element jeweils im Eck. Also das heißt, ich habe hier auch nicht die Auswahl aus allen 4, sondern immer nur... Das ist immer im Eck von den beiden jetzt. Genau. Ich kann jetzt hier verschieben und aktiviere wiederum die Flamme.
Das heißt, hier habe ich drei Elemente, die ich hier wieder finde, mit denen ich wieder hier den Weg lang gehe. Das hier ist das Rad, das ich hier zum Beispiel wieder finde. Das super Besondere an Gumgum ist eben, ich spiele es jetzt mit diesem Aufbau. Beim nächsten Mal kann ich es komplett anders spielen, weil ich eigentlich alles austauschen kann. Ich fange an bei dieser Zahlenleiste, die ich austauschen kann. Und somit auch schon mal wieder eine ganz neue Zahlenkombination habe. Ich kann natürlich die Schalter austauschen, wie ich möchte. Ich kann aber auch alles, was hier drunter liegt, austauschen. Zum Beispiel so. Und sollte man jedes Mal ganz neu kommen. Es ist jedes Mal alles neu und alles anders. Jetzt ist hier zum Beispiel das Fließband auch zu finden. Genauso kann ich auch den Kessel nochmal neu bestücken. Ich führe euch das alles vor. Wie viele Austauschdinger gibt es da für Module noch? Wie viel man möchte, wie viel Varianz man möchte. Also generell, du spielst es ja eben einmal so durch und danach kannst du selber entscheiden. Aber wie viele von diesen Dingern hier gibt es? Ach so, wie viele von denen? Von den Kreisen, ich müsste mal echt danach gucken. Also von den Kesseln gibt es zwei, wobei die doppelseitig bedruckt sind. Okay. Von denen hier, das sind gerade noch nicht alle, ein paar liegen noch unter der Schachtel, gibt es die hier. Wohlgemerkt, die sind doppelseitig bedruckt, nur in der Messevariante nicht. Okay. Später sind sie doppelseitig bedruckt. Von dem hier, der ist auch doppelseitig bedruckt und es gibt auch nochmal eine zweite Scheibe. Also richtig viel Abwechslung. Genau. Und man immer zufällig. Das hier oben bleibt schon immer gleich. Also wenn ich weiß, im ganzen Spiel über Grün wird die 2 sein. In diesem Spiel ja, genau, wenn ich es mir gemerkt habe. Das Ding ist halt natürlich, erstens mal komme ich erstmal in das Spiel rein. Muss mir merken, habe hier andere Abläufe und dann ist ja die 2 auch schon wieder mit zwei Varianten verbunden. Ne? Einmal hier das rote Rohr oder das grüne Rohr. Deswegen, also es ist ja trotzdem so, dass es noch einige Dinge gibt, die sich immer wieder leicht verändern. Und dass ich natürlich am Anfang die bunten Gumgum sammle und natürlich aber irgendwann so weit komme, die Farbe habe ich schon, oder ich möchte einen schwarzen Deckel haben und dementsprechend ja schon wieder zielgerichteter vorgehe und überlege, wie komme ich an den schwarzen Deckel dran. Generell ist so gesehen, der Spielplan leert sich. Sobald jemand von uns wertet, wird der Plan auch wieder aufgefüllt und neue Gums kommen wieder in die Fabrik. Und werten sind nicht einfach hier Zeichen, sage ich, nehme jetzt gerne 4 Punkte und möchte dann rein. Okay, also in deinen Zug. Wenn ich dran bin. Genau. Genau. Okay. Das klingt auf jeden Fall echt witzig. Halt auch mal wieder was anderes. Nicht so das klassische Ressourcensammelspiel, sondern. Genau, also es ist an sich natürlich. Genau. Das Familienspiel. Das ist ein Familienspiel. Das ist eine ganz tolle Kinder und auch mitmachen. Ja. Also es ist ein Familienspiel, es ist eine ganz tolle Optik, auch von Michael Menzel auch illustriert. Mhm. Was man, finde ich, auch auf jeden Fall wieder sieht. Ne? Ja. Es ist sehr schön gestaltet. Genau. Und an dieser Stelle kann ich ja noch sagen, wir haben für die Messe keine Kosten und Mühen gescheut und haben echtes Gumgum hergestellt. Oh. Danke. Das Gumgum has the trade. Ja, alles noch vor der Messe gemacht, das war nicht einfach. Ja, genau, das ist die Gummimaschine. Cool. Das gucke ich mir super gerne an.